Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich mir die Reden des Oppositionsführers von der CDU so angucke und anhöre, dann hätte ich, wenn die mal auf eine Schallplatte gepresst werden sollten, einen Titelvorschlag. Armin Laschet singt den Blues. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon diese traurigen Hymnen gesungen haben, dieses Recycling von Negativsermon, wo unser Land so schlecht ist, immer nur Abrisskante, kein Hoffnungsschimmer, nirgendwo. Dieses Schlechtreden, Herr Kollege Laschet, ist anscheinend Ihr Markenzeichen. Und Sie hoffen, dass da was hängen bleibt, damit Sie ablenken können von Ihrer eigenen Verantwortung. Sie hoffen, dass die Menschen sich nicht mehr erinnern, warum Sie ganz krachend hier in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2010 abgewählt worden sind. Als Schwarz-Gelb an der Macht war, hatten wir 138 Kommunen im Nothaushalt. Ein einziger Raubzug durch die kommunalen Kassen haben Sie gemacht. Und das, da hat der Kollege Körfges darauf hingewiesen, mussten wir reparieren. Wir mussten einerseits den Stärkungspakt auflegen. 10,6 Milliarden Euro stellt das Land in diesem Jahr im Gemeindefinanzierungsgesetz zur Verfügung. Und soll ich Ihnen mal sagen, im Jahre 2006 waren es gerade mal 5,6 Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro oder 90% Aufwuchs in 10 Jahren. Das ist konkretes Handeln einer rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen. Und das Ergebnis heute, nur noch 9 Kommunen im Nothaushalt, oder 8, wenn ich jetzt gelernt habe, meine letzte Zahl war 9. Und das ist der glasklare Unterschied, der bei den Menschen ankommt. Und ich sage Ihnen auch, in meiner Heimatstadt singen die Menschen nicht den Laschet-Blues. Da sprechen die Menschen mittlerweile vom Wunder von Essen, wobei unser Stürmer ja auch schon mal das Wunder von Bern ermöglicht hat. Aber das Wunder von Essen, weil wir einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, von dem niemand sich träumen konnte. Und das ist gelungen durch harte Anstrengungen der Stadt und mehr als 500 Millionen Euro, die vom Land Richtung Essen geflossen sind. Aber Sie drehen ja immer wieder die Gebetsmühlen vom Schlechtreden weiter. Und Sie haben eines übersehen, Stichwort Griechenland. Ihre eigene Schuldenabbaubilanz war im Jahr 2010 6,6 Milliarden Euro. Sie sind mit 6,6 Milliarden Euro 2005 gestartet und 6,6 Milliarden Euro neuen Schulden im Jahr 2010 gelandet. 0 Euro Schuldenabbau, das ist CDU und FDP gewesen. Man sieht das ja im FDP-Gang, die Schuldenuhr tickt ja weiter, so ganz in Trance wie die Reden von Herrn Laschet. Dass wir bereits im Jahr 2016 kein Euro neue Schulden gemacht haben, haben Sie offensichtlich vergessen. Nach 43 Jahren ist es gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Damals hieß der Ministerpräsident übrigens noch Heinz Kühn und die meisten Fernseher waren schwarz-weiß. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben die Realitäten aus den Augen verloren. Und im Übrigen beim Kita-Ausbau, da wäre ich mal ganz, ganz leise. 2010 unter Armin Laschet hatten wir 88.600 U3-Plätze. Das war Schlusslicht, das war letzter Platz. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind es. Das war sehr anstrengend. Heute sind es 168.700 Plätze. Das ist fast eine Verdopplung. Das ist Ausbaurekord und noch Ausbau der Qualität in den Kindertagesstätten. Das ist rot-grüne Regierungspolitik. Und auch beim Schulhaushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo Sie ja schwarze Wolken aufziehen lassen, 3,9 Milliarden Euro zusätzliche Mittel. Das ist ein Plus von 28% in diesem absoluten Zukunftsbereich. Das ist absoluter Rekord in unserem Land. Und während Schwarz-Gelb im Jahre 2010 noch 10.000 Stellen abbauen wollte, hat Rot-Grün in bessere Bedingungen, in bessere Qualität investiert und daraus sind 18.000 Stellen in Saldo mehr geworden, als Sie geplant haben. Das ist die Politik dieser Landesregierung. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, wir werden diesen Weg konsequent weitergehen. Wir werden den Ganztag ausbauen. Wir werden die Schulen in sozial schwierigen Stadtteilen mit zusätzlichem Geld ausstatten. Wir werden Ungleiches ungleich behandeln, denn das ist fair und gerecht. Und zwar im Gegensatz zur FDP, die ja vorgeschlagen hat, 14.000 Stellen in diesem Landeshaushalt einsparen zu wollen. Offensichtlich wollen Sie ja, und Sie müssen ja noch was drauflegen, weil Sie ja 30 Elite-Gymnasien bauen wollen, um die soziale Ungleichheit in diesem Land zu bekämpfen. Das lasse ich jetzt mal völlig unkommentiert im Raum stehen.
Und wir werden auch den Weg weitergehen für mehr soziale und individuelle Gerechtigkeit, für eine Wahlfreiheit der Eltern und gegen Exklusion mit zusätzlichem qualifiziertem Personal und in multiprofessionellen Stellen. Das wird die Antwort für die Inklusion sein. Wir werden sehr konsequent dort weitergehen. Wir sind gegen Exklusion und wir sind gegen die Beschämung von Kindern, wie das unter Schwarz-Gelb zwischen 2005 und 2010 der Fall war. Und Herr Kollege Laschet, Sie können mir ja mal erklären, wo Sie die 30.000 Stellen einsparen wollen, wie Sie 2014 vorgeschlagen haben. Vielleicht wollen Sie mit diesen 30.000 Stellen den Unterrichtsausfall, mit den wegfallenden 30.000 Stellen den Unterrichtsausfall bekämpfen, den Sie beklagt haben. Sie haben weder Konzept noch Plan, wie dieses Land Nordrhein-Westfalen regiert werden soll, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen sehr eindeutig, wir werden keinen Rollback in die alten Zeiten machen. Es wird keine Ausgrenzung geben und wir werden den Weg der Inklusion weiterführen, weil das gerecht und notwendig ist. Wir wollen nämlich alle Talente nach ihren Möglichkeiten fördern. Und ein letzter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kaffeesatzstatistiken der schwarz-gelben Opposition bzw. in dem Antrag von CDU. Sie haben kein Wort dazu verloren, dass Nordrhein-Westfalen mit 763.000 Studierenden das attraktivste Studienland in Deutschland überhaupt ist. Ja, die Studierenden mögen Nordrhein-Westfalen und sie kommen gerne nach Nordrhein-Westfalen. Kein Wort zur Aufstockung der Mittel. 60% sind zusätzlich reingekommen im Vergleich zu Ihrer Regierungszeit. Und das sage ich Ihnen, wir haben die Studiengebühren in die Tonne getreten und dort gehören sie auch hin und dort müssen sie auch bleiben. Das ist soziale Gerechtigkeit. Keine Studiengebühren, keine Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Und deswegen werden wir es im Wahlkampf auch sehr klar sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Wir werden sagen, was Ellenbogenpolitik ist und dass Studiengebühren, die Studiengerechtigkeit in Nordrhein-Westfalen abhängt und dass die FDP für Studiengebühren sind. Und wir werden uns sehr klar dagegen aufstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weil der Bundesvorsitzende der FDP das ja auch noch ins Spiel gebracht hat, 30 Milliarden Euro Steuerentlastung. Er sagt natürlich wieder nicht, wie es funktionieren soll. Und ich sage Ihnen, wir haben da ein anderes Konzept, das sage ich sehr klar. Wir wollen Steuerentlastung für Geringverdienende. Wir wollen keine pauschale Steuerentlastung für Besserverdienende. Wir wollen dieses Geld lieber in die Infrastruktur investieren, in bessere Schulen, in bessere Kindertagesstätten. Und Sie sind doch die alte FDP. Elite-Gymnasium statt Chancen für alle. Ausblutende Städte statt Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen Arm und Reich. Stinkende Braunkohle statt 100.000 neue Jobs in der Umweltwirtschaft, die wir schaffen wollen, mit erneuerbaren Energien, mit einer emissionsarmen Mobilität beim öffentlichen Nahverkehr und in der Rad- und Elektromobilität. Und ich verspreche Ihnen, wir werden diese Unterschiede im Wahlkampf deutlich machen und deswegen wird das ein schöner Tag am 14. Mai und ich freue mich auf die Auseinandersetzung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mostofizadeh.